Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Ivar von Schwester Eva in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ivar von Schwester Eva, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder einen Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Schwester Eva. Die Box zu diesem Album, die habe ich euch ja bereits gezeigt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Als erstes werden wir mal die Folie abmachen. So. Und dann schauen wir uns das mal an. Wir haben hier das Cover und auf diesem sehen wir hier Schwester Eva. Sie sieht hier ziemlich nackt aus, lediglich ein paar Scheine bedecken sie. Sie badet hier in Unmengen an 50-Euro-Scheinen und vereinzelt sind dann auch noch 100er und 500er zu sehen. Aber so gut wie, ja, also der Großteil auf jeden Fall 50er. Hier oben lesen wir noch, Alles oder Nichts Records präsentiert Schwester Eva Ivar. Und hier unten haben wir noch einen Verbraucherhinweis, ungewöhnlicherweise in Rot, Weiß und Schwarz. Die sind ja normalerweise immer nur in Schwarz und Weiß, aber in diesem Fall in Rot und Weiß hauptsächlich. Ja, also bis auf diese roten hohen Schuhe hat sie hier wenig bis gar nichts an. Und eben ein paar Scheine, die hier die heikleren Stellen bedecken. Okay, auf der Seite ist das Ganze in Schwarz. Dann lesen wir hier wieder in Rot, Schwester Eva Ivar und hier unten noch die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir dann auch nochmal Eva, hier in, ja, sieht nach Unterwäsche aus und mit einem roten Pelzmantel noch zusätzlich. Wir haben auf der linken Seite die Tracklist, also wir haben hier insgesamt 16 Tracks auf A, B, C und D Seite verteilt, also 4 Tracks pro Seite. Und wir haben hier auf diesem Album Features mit dabei von Bones MC, Algier, Vega, Sami, Sio, Sixten, Olexesh und Khatar. Also einige Features. Dann hier noch die Beteiligten und einen Barcode. Okay, dann schauen wir mal rein. Es ist ein Gatefold zum Aufklappen. Hier haben wir dann auch nochmal Eva in diesem Outfit, das wir von der Rückseite kennen. Also dieser rote Pelzmantel hier, dieses Jäckchen. Und dann eben ein gelber BH oder ja, könnte auch ein Bikini-Oberteil sein, sieht für mich eher so nach Bikini aus. Dann haben wir hier nochmal die Tracks in der Übersicht inklusive Laufzeit plus Produzenteninfo, also wer hat die Tracks produziert. Und dann haben wir noch die Credits zum Album, alle übersichtlich hier aufgelistet, sowie Social Media von Schwester Eva und Alles oder Nichts Records und die Logos. Okay. Dann schauen wir mal hinein und holen uns die Vinyls. Wir haben hier Nummer 1. So, weiter hier nichts drin. Und dann haben wir hier noch Nummer 2. Und okay, hier haben wir dann scheinbar noch einen Downloadcode dabei. Alles klar. So, die Vinyl zur Seite, also die Hülle, das Gatefold. Und dann starten wir mit den Vinyls. Wir haben hier eine dunkelgraue Hülle, so eine Papierhülle. Und die Vinyl an sich ist, das freut mich sehr, eingefärbt. Also nicht ganz so klassisch, so in Schwarz. Nein, wir haben hier eine rot eingefärbte Vinyl. Passt auch perfekt so zum Artwork des Albums. Die A-Seite, wie gesagt, 4 Tracks hier drauf. Dann auf der B-Seite auch nochmal 4 Tracks. So sieht es aus. Dann packen wir die wieder zurück. Und dann haben wir noch die zweite Vinyl. Die ist natürlich auch wieder eingefärbt. Also hier die C-Seite mit weiteren 4 Tracks. Und zu guter Letzt die D-Seite auch nochmal mit 4 Tracks. Ergibt dann bei 4x4, wie gesagt, 16 Stück. Aber damit nicht genug. Wir haben zusätzlich zu den beiden Vinyls auch noch einen Downloadcode.
Normalerweise bei den restlichen Alles oder Nix Records Releases war es immer so, dass man hier dann noch eine CD dabei hatte und hier hat man das dann mit einem Download-Code gelöst. Also hier kann man das dann runterladen mit Hilfe des Codes und dann hat man das Album auch noch digital. Ist gerade bei Vinyls, finde ich, immer eine gute Sache, dann ist man nicht unbedingt auf den Plattenspieler angewiesen, sondern hat das dann auch nochmal als MP3 digital. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigten Vinyls mit insgesamt 16 Tracks. Dann haben wir hier das Zettelchen mit dem Album Download Code. Und das alles gibt es in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Ivar von Schwester Eva. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schwester Eva unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.